Weltmeister. Und in einer Woche wollte er es können beweisen mit einem einmaligen Gleitflug von 6000 Meter Höhe aus quer über die Schweizer Alpen. Für das Projekt hat er zusammen mit der ETH ein neues Flugbrett entwickelt. Der Tommy Sturzenegger hat dem Snowboarder in der Luft heute beim Training zu Lauterbrunnen zugeschaut. Skygliden ist eine Abwandlung von Skysurfen, einem Fallschirmspringen mit einer Art Snowboard an den Füßen. Der amtierende Weltmeister Oliver Furrer ist ein Pionier von dieser neuen Sportart. Da ist er gerade am Probieren von seinem neuen Gerät über Arizona in den USA. In Zusammenarbeit mit dem Institut für Lichtbau an der ETH Zürich hat er Flügel entwickelt für auf sein Skysurfbrett. Damit kann er zum ersten Mal nicht nur im freien Fall runterfliegen, sondern zu einem gewissen Grad auch horizontal fliegen. Ich werde ungefähr einen Gleitwinkel von 1 zu 1 haben, das heisst etwa zwischen 150 Stundenkilometer runter und etwa 150 Stundenkilometer vorwärts fahren. Wie muss man sich das vorstellen? Da verzieht einem ja das Gesicht, das Maul und alles. Ja, das ist richtig. Darum habe ich erstens mal einen Helm angekleidet. Nicht wegen dem, sondern auch, weil es relativ kalt ist. Bei den heutigen Trainingssprüngen über dem Lauterbrunnental ist es vor allem darum gegangen, das Tal und die Windrichtung einzuschätzen. In einer Woche will der 26-jährige Oliver Furrer als erster zu einem Rekord-Langstreckenflug antreten. Der Helikopter bringt ihn dann auf rund 6000 Meter über die Walliser Alpen. Von dort aus wird er im freien Fall nach Lauterbrunnen fliegen. Der längste Flug von dieser Art, den es je gegeben hätte. Dort oben wird der Sauerstoff sehr rar sein. Das heisst, der Helikopter ist mit einer Sauerstoffanlage ausgebaut. Ich werde mit Sauerstoff müssen springen beim Effektivrekord. Plus zusätzlich, was einfach dazu kommt, der Wind. Zurzeit haben wir dort oben bis zu 100 Stundenkilometer Wind auf dieser Höhe. Das sind sicher Faktoren. Ganz ungefährlich wird das Unternehmen am nächsten Sonntag aber so oder so nicht. Und ob der Flug von rund 4 Kilometern über die höchsten Gipfel überhaupt realisierbar ist, wird sich erst noch zeigen. Skygliden, das aufkommt, das ist total in den Kinderschuhen, oder? Und es kann sein, dass du einfach einen halben Kilometer nicht so weit fliegst. Und dann kommt einfach irgendwann mal der Hang, oder? Und dort bist du näher am Gletscher zu. Und das sind dann mit 150 Stundenkilometern an Eiswand vorbeijetten. Da musst du schauen, wo du bist, oder? Bei den heutigen Testsprüngen hat noch nicht alles hundertprozentig so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Vor allem die tiefen Temperaturen von minus 30 Grad auf 4.500 Meter oben haben Oliver und seinem Kameramann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Visier von ihrem Helm ist nämlich eingefroren. Trotzdem ist Oliver zuversichtlich, dass er am nächsten Sonntag wird schaffen, als Erster mit einem Skyglider die Alpen zu überqueren. Tele24 wird selbstverständlich von dem berichten. Für Tele24 aus Lauterbrunnen, Tommy Sturzenegger.